Hallo und herzlich willkommen. Übel krasser Wind heute. Oh, ich glaube, hallo und herzlich willkommen ist nicht so gut angekommen. Ich hatte gerade wieder einen Finger aufs Mikrofon. Mit dem Handy muss ich mich echt noch dran gewöhnen, wo das Mikrofon ist. Ja, neues Video von mir. Heute mal Pflaumen. Nach den Erdbeeren, dann kommen die Kirschen und nach den Kirschen kommen die Johannisbeeren. Die sind nun durch. Wir haben fast alles geerntet und verarbeitet. Ja, und jetzt kommen die Pflaumen. Da sind sie. Wir haben hier im Garten insgesamt sechs verschiedene Sorten Pflaumen oder Zwetschgen. Für mich ist es alles eins, das stimmt auch nicht. Mirabellen, das wird alles unterschiedlich eingeteilt, wenn man mal guckt. Es gibt ja hunderte von Sorten. Das ist jetzt hier die normale Hauszwetschge. Haben wir jetzt viele, die noch nicht so ganz reif sind. Das ist das, wo keine Sonne hinkommt. Hier hängt alles voll. Die sind schon teilweise reif. Die ist noch hart. Ah, die ist schon weich und reif. Da gucken wir mal rein. So, und gleich daneben, neben der Hauszwetschge, ist die Königin Victoria. Hier ist was Schlechtes dran, das muss weg. So, und die Königin Victoria ist eigentlich eine riesengroße Pflaume. Das sieht man schon. Ich musste schon abstützen hier, weil die Äste so schwer sind, dass es am Runterbrechen drohen. Ich komme kaum durch. Ich muss auch noch mehr abstützen. Hier will ich auch noch abstützen. Ja, und die Königin Victoria ist eigentlich viel größer. Wir hatten ja dieses Jahr ziemlich trocken. Deswegen auch viele dran. Ja, und jetzt bin ich wieder ganz stolz auf diese hier, die türkische Pflaume. Die ist dieses Jahr das erste Mal, dass sie so richtig trägt. Wie man sieht, die wird auch noch größer normalerweise und schwarz. Und ich habe diese auch noch mal weiter vorne im Garten. Da ist sie schon weiter. Wenn ich die jetzt so sehe, da bin ich schon fast am Zweifeln, dass es die... Ja, weil die so klein sind, bin ich fast am Zweifeln, dass es wirklich die türkische Pflaume ist und nicht die... Die Kirschpflaume, die habe ich auch noch, die waren mal hier dazwischen, zwischen den Tujas. Aber das ist alles ein bisschen eng. Wir haben hier rundherum um das Trampolin, das ist noch der alte Apfelbaum. Die Hauszwetschge, die hängt voll. Die Königin Victoria und jetzt hier, wie gesagt, aus dem Kern gezogen von dem Baum, der zwischen den Tujas war. Die waren zu eng. Der Baum hier, ich weiß es gar nicht, ich hatte es schon im Video gesagt, wie alt er ist, noch nicht alt, 4 Jahre. Jetzt ohne Quatsch, 4 Jahre mehr sind es nicht. Hat diese stattliche Größe erreicht und hängt dieses Jahr das erste Mal ja, einigermaßen voll. Das letzte Jahr hatte ein paar einzelne Früchte gehabt. Ich hoffe, der Wind ist nicht allzu stark und ich bin zu hören. Das letzte Jahr hatte die türkische Pflaume, wie gesagt, ein paar erste Früchte gehabt. So, und dann habe ich hier noch zwei weitere. Und zwar die Zibarde. Der ist natürlich jetzt schon 10 Jahre alt. Ist auch schon sehr groß und hat lange auf sich warten lassen, ist aus dem Kern gezogen, nichts Veredeltes. Und ich hatte erst gedacht, die ist unheimlich sauer, diese Zibarde. Ist er aber gar nicht, die ist eigentlich ziemlich süß. Das ist wie, ja, die wird richtig, richtig dunkel. Oh, machen wir mal welche, die richtig schön reif sind. Und zwar wird die Zibarde, ah ja, da ist eine. Da. Die ist nicht groß, ist wie eine Mirabelle. Aber hat die Farbe und die Form wie eine Hausflamme oder wie eine Schlehe. Jetzt machen wir auf. So, sieht genauso aus. Und total süß. Also die ist wirklich total süß. So, und das, habe ich immer gedacht, ist eine Mirabelle. Und die habe ich mal woanders ausgebuddelt, in einem anderen Garten. Weil da die als Abkömmling von einem großen Baum, der daneben stand, war. Der ist immer noch nicht größer, aber der Baum hat die schon in der Größe weit übertroffen. Ich habe den jetzt auch schon abgestützt hier. Also der hängt dieses Jahr so voll, man kann das ja sehen. Der trägt seine eigene Last kaum noch. Und das ist keine Züchtung, das ist ein alter Baum. Der ist schon, also der ursprüngliche Baum davon, der hat schon gestanden, als ich 2 Jahre alt war. Also als wir damals hingezogen sind in unser Eigenheim, was mein Vater gebaut hat. Und ja, der ist schon ganz alt und nicht so groß und das ist ein Abkömmling davon. Wir haben immer gedacht, das ist eine Mirabelle, das ist aber gar keine Mirabelle. Mirabellen sind anders und das hat auch bestimmte
Aber es ist eine totaler Wurscht, es ist auf jeden Fall eine Art Pflaume. Ah, hier haben mir auch schon die Wespen geholfen. Und falls die ist noch nicht ganz reif, aber die hängt dieses Jahr brechend voll. Man sieht das, die hängt hier runter. Fast wie Trauben. Und die ist total lecker. Also wenn die reif wird, ist die total lecker. Letztes Jahr hat man richtig gesehen, dass es da sind Waschbären hoch und haben uns geholfen bei der Ernte. Ah, hier ist eine. Die kann noch gelber werden, aber die ist, seht ihr, die ist wie die Zibarde, die Größe. So sieht sie aus. Also die ist jetzt richtig reif schon. Und die ist auch nicht verwurmt. Kann schon mal vorkommen. Da sind aber eigentlich kaum Würmer drin. Bei der Zibarde auch nicht. Bei der Hauspflaume kann das schon sein. Allerdings hatte ich da auch ein bisschen einen Fehler gemacht, muss ich zugeben. Ich habe einfach unten drunter oft, weil ich keine Zeit hatte, die alten Früchte nicht genug weggelesen. Und so ist es bei vielen Obstfruchtfliegen, die... Ja, die setzen halt ihre, also die übrigens, die türkische Pflaume ist auch so gut wie nie verwurmt. Also die setzen ihre Larven hier rein, ne? Dann fallen die Früchte runter. Wenn die unten liegen, entwickeln die sich und dann verkrauchen die sich im Winter im Boden. Also wenn jetzt Schneedecke sind alles, die überwintern unten drunter. Wenn man diese Früchte gleich aufsammelt und in einen ordentlichen Komposter packt. Ich habe die immer hier aufgesammelt und habe die hier drauf geschmissen, hier gleich daneben. Das war natürlich der Fehler. Da liegen ganz viele Pflaumen drin und dann sind die ausgeflogen im Frühjahr. Und sobald die ersten Anzeichen für Reife entstehen, also wenn die Pflaumen praktisch, ja, wenn die wachsen, da setzen die Fruchtfliegen ihre Eier da rein. Und so ist es bei der Kirsche auch. Deswegen ist es immer wichtig, unten drunter sauber zu halten. Oder mal ein paar Ziegen oder Schafe unten drunter, die fressen alles weg. Inklusive der Wurmlarven, ja. Aha, jetzt haben wir schon 7 Minuten. Ich mache mal ein Thumbnail, also ein schönes Bild von der türkischen Pflaume vorne im Garten. Das ist jetzt halt, ist Pflaumenzeit und deswegen dieses Video Pflaumenzeit. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn ihr mir noch nicht folgt oder folgen möchtet, dann abonnieren. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.